always a word inside the music. Ja, moin meine lieben Freunde, geil, dass ihr wieder alle da seid und ich habe hier wieder ein weiteres GTA 5 Video für euch und zwar, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich glaube alle werden es mitbekommen haben, das neue DLC ist da und wir werden in diesem Video mal gucken, was uns der ganze Spaß denn so kosten wird, weil ich glaube, das ist eigentlich der Hauptpunkt, was die meisten interessiert, was der ganze Spaß kosten wird. Wir werden in diesem Video, beziehungsweise ich werde euch in diesem Video hier zeigen, was der ganze Spaß kosten wird, was für Flugzeuge wir bekommen haben und welche Flugzeuge zum Beispiel noch nicht freigeschaltet worden sind, worauf wir noch warten müssen, was man in diesen Hangar machen kann, was man für Tuning-Möglichkeiten an den Flugzeugen hat. Das alles und noch ein paar andere Sachen erfahrt ihr hier in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Gut, und es würde mich auf jeden Fall jetzt schon freuen, wenn ihr diesem ganzen Video jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen würdet. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Gut, meine Freunde, fangen wir an. Also zumal interessiert uns ja erstmal, was das Ganze kosten wird. Dazu gehen wir erstmal hier auf die Seite und können schon sehen, dass die Preise direkt ins Auge stechen und es ist einfach nur Wahnsinn. Hier 3,6 Millionen, 1,5, 4,7, 5,1. Na klar, hier könnt ihr auch wieder Rabatte bekommen und zwar die Flugzeuge zu günstigeren Preisen, wenn ihr halt diese Flugzeugmissionen erfüllt, also diese Mission mit diesen Flugzeugen erfüllt, dann bekommt ihr ja die ganzen Flugzeuge günstiger. Hier auf der Seite haben wir auch nochmal drei, auch ziemlich teuer, 2,1, okay, das andere ist jetzt nicht so teuer mit 665.000, aber hier auch 2,3 Millionen. Okay, das ist hier zumindest dieser kleine Hubschrauber, wo ich gesagt habe, wo ich diese Trailer-Analyse gemacht habe, dass das so eine Art Drohne ist, aber da habe ich mich jetzt, da habe ich mich vertan und hier sehen wir auf diesem Bild, wohin habt ihr gesehen, dass man sich doch reinsetzen kann. Einen neuen Supersportwagen haben wir auch bekommen, Freunde. Und zwar den hier habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich bin eher davon ausgegangen, dass wir nur dieses Muscle Car bekommen, was auch auf dem Titelbild vom Trailer zu erkennen ist. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Wo war es? Genau, bei South San Andreas. Da. Das ist auch auf dem Titelbild zu sehen. Deswegen habe ich damit gerechnet, dass wir nur dieses Fahrzeug kriegen, aber dass wir jetzt noch einen Supersportwagen kriegen, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Finde ich eine coole Sache. Muss ich noch ausprobieren, das Fahrzeug. Und natürlich folgt wieder auch ein Speedtest. Muss ich nur gucken, wann ich das Ganze mache. Und ob ich es überhaupt mache, mal gucken. So, kommen wir zu den Hangern. Wir haben 5 Hangar an der Zahl, die wir kaufen können. 2 Stück hier am Flughafen, einer für 1,2 Millionen, der andere für 1,5 Millionen. Also kann man sich doch durchaus leisten. Noch. Das wird noch teurer, wartet ab. Und 3 Hangars haben wir an der Militärbasis zur Verfügung. Das Coole ist hier an der Sache, die Hangars an der Militärbasis sind zwar teurer als die beim Flughafen, aber wenn wir so einen Hangar am Militärplatz kaufen, dann bekommen wir kein Fahndungslevel mehr, wenn wir das Militärgelände betreten. Da unten steht es auch bei Bitte beachte. Da unten steht es nämlich auch geschrieben, wenn wir, wie gesagt, einen so einen Hangar kaufen, haben wir freien Zugang zu der Militärbasis, was ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finde. Und wir kaufen uns jetzt einfach mal den teuersten Hangar, weil ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie das teuerste vom teuersten haben. Und hier im Hintergrund könnt ihr schon sehen, dass ich auch eigene Designs aussuchen kann. Und ich habe es noch gesagt, bevor der Trailer veröffentlicht worden ist von Rockstar, ich habe noch gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Hangar zu modifizieren und verdammt, ich hatte recht. Ich wusste es. Ich habe es vorher schon gesagt. Okay, ihr habt im Hintergrund jetzt die Beleuchtung gesehen. Hier können wir uns jetzt noch den Boden aussuchen. Die Beleuchtung fand ich jetzt nicht besonders spannend, also bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen. Hier können wir uns noch den Boden aussuchen. Ich nehme mal einfach das da. Dann haben wir noch Büroeinrichtungen. Ich finde hier das Traditionelle eigentlich ganz schön, deswegen nehme ich das hier. Einen Wohnbereich können wir auch einrichten. Hier können wir auswählen zwischen traditionell und modern. Ich nehme hier den modernen, weil ich das irgendwie cooler aussieht. Deswegen nehme ich an der Stelle modern. Eine Werkstatt haben wir auch noch zur Verfügung, weil fuck, ich habe es auch noch gesagt vor dem Release, dass wir diese Flugzeuge modifizieren können. Ich habe es gesagt, Leute.
ihr müsst einfach mal auf mich hören, weil als ich das in meinem Video gesagt habe, bevor das DLC veröffentlicht worden ist, haben einige gesagt, ich soll nicht so eine Scheiße labern, das würde nicht gehen mit Flugzeugen modifizieren, aber da seht das, ich hatte recht. So, und ich habe jetzt einen stolzen Preis von 5,3 Millionen GTA-Dollar bezahlt, nur für den Hangar. Ich habe auch in meinem Video gesagt, dass ich so mit 8 Millionen rechne. Okay, jetzt sind nicht ganz 8 Millionen, aber 5,3 Millionen ist auch schon teuer. Gut, was machen wir jetzt? Wir kaufen uns alle Flugzeuge. Leute, es tut mir jetzt schon weh auf meinem GTA-Konto. Es tut jetzt schon weh. Allein dafür würde ich mich schon über einen Daumen nach oben freuen. Ich kaufe jetzt alle fucking Flugzeuge. Einfach alle. Für den teuersten Preis. Warum? Weil ich keinen Bock habe, erstens diese Mission zu machen, um das Flugzeug günstiger zu kriegen. Und zweitens, weil ich ein ungeduldiges Kind bin und einfach nicht abwarten kann, diese Flugzeuge zu testen, zu tunen und auszuprobieren. Deswegen kaufe ich sie mir jetzt schon. Und natürlich an erster Stelle denke ich natürlich hier an euch, Freunde, ne, an meine Community, weil ihr die Besten seid. Deswegen kaufe ich die ganzen Flugzeuge jetzt schon für euch, damit ihr das Ganze auch gleich im Hangar schon sehen könnt. Hier ist das letzte 5,1 Millionen. Boah, ich gehe kaputt. Ey. Ich habe jetzt, insgesamt mit Hangar 20 Millionen schon ausgegeben. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich will nicht wissen, was das Tuning gleich noch kostet zusätzlich, ey. Meine Fresse. Okay, hier, die drei fehlen jetzt noch. Nummer 1, 2, nochmal 2,1 Millionen. Ich habe auch einen Schätzpreis gemacht, was das ganze DLC kosten wird. Ich bin zwischen 30 und 40 Millionen, zwischen 25 und 35 Millionen. Und ich habe jetzt schon 25 Millionen ausgegeben. Jetzt schon 25 Millionen ausgegeben. Also bin ich mit meiner Schätzung doch sehr, sehr gut gewesen, mal wieder. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben alle Flugzeuge gekauft und ich würde sagen, ab zum Hangar. So, auch schon am Hangar angekommen, könnt ihr schon sehen, dass wir herzlich willkommen sind auf dem Militärstützpunkt und wir eingeschränkten Zugang zu diesem Gelände haben. Das steht da einfach nur, aber in Wirklichkeit können wir uns auf diesem ganzen Militärgelände frei bewegen, ohne Sterne zu regen. Außer wenn wir da Scheiße bauen, wenn wir anfangen da jetzt die Soldaten oder sowas abzuknallen, dann bekommen wir natürlich Fahndungssterne, ist klar. Aber ansonsten können wir uns da frei bewegen. Ist eigentlich ganz nützlich für die Spieler, die vielleicht diesen Hangar nicht haben, dann können wir uns da eigentlich in Sicherheit begeben. Finde ich eigentlich sehr geil. So, dann wollen wir uns mal in den Hangar begeben. Ist ziemlich klein, würde ich sagen. Ne? Passt der Buzzard nicht rein, aber egal. Nein. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Gut. Es wird schwarz. Toll. Es lädt. Geil. Okay, ich habe es mir gedacht, dass jetzt so eine Filmszene kommt, wie beim anderen DLC auch. Und bei anderen DLCs auch davor, war ja bei den meisten so. Ich bin jetzt einfach mal ruhig. Ihr könnt euch diesen Filmausschnitt hier, diese kurze Zwischenfrequenz angucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann spult das Video einfach vor. Oder ansonsten für diejenigen, die es noch nicht gesehen habt, ihr könnt euch das angucken, bis es hier weitergeht. Eins von beiden könnt ihr natürlich für euch jetzt entscheiden. Yes, liquidize. Ow! Hey, hi. Oh, you trying to kill me? Oh God, no! Oh, you're my new partner. You bought into the place. You're late. What kept you? Yeah, well, it's too late. Ha! Ah, that bastard Trent. My best friend. Oh, he's supposed to protect me forever. Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. But he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh, I am so alone. I just shot two government agents in the head. I mean, I hope they're government agents. I'm screwed. We're screwed. Where's that mechanic? Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Ooh, who's that? Hey, boss. Hey, boss. Oh, hey, boss. Is that what I get? Well, you're getting a sandwich. I'm getting killed. These two people came to kill me. Not him. He's your new boss. Well, a co-boss with me. This is Charlie. He was in the Air Force. He was accused of a crime he didn't commit. Innocent mistake. Planes crash.
He was the fall guy. You know how the deep state is. Charlie, get to work. Ignore the corpses. So, anyway, business is good and business is bad. Now that's a problem. On one hand, we've got more orders than we can possibly handle. And on the other, I'll be surprised if we're not killed in the next 48 hours. Come on, let me give you a tour. Then I can deal with this mess while you get to work. It's really pretty obvious. Okay, now, this is the office where you, senior partner, run the business. Now, this is the computer. It's very secure. We lose this, we're all dead men. This is where the jobs come through. Yeah? So you can check it out? Okay? Okay, let's move on. Up here is where you can sleep if you want to. It's very comfortable, and it's clean. It's pretty clean. I mean, it's been cleaned at least once. Come on. Now back here is where we store cargo. Now nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals, and industrial chemicals. But we'll run pretty much anything. Now back there is where you can store any aircraft that we... I mean, you haven't left out here on the main floor. Got plenty of room. I think we can probably take all the planes we'd need. But then, I've never had more than one. And over there's where Charlie works. Hey, Charlie! You'll like Charlie. He's boring, but he's good. He can really make aircraft fly. That's not what I mean. I mean, he can make aircrafts fly better. You should try him out. His work is amazing. Give me a hand with these bodies. But, oh, I better dump these at sea. Then I got a little radio thing, but I'll be in touch. I am so glad you're here. You're the best friend I've had, and I mean that. Don't let me down! So, weiter geht's im Text. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt vollgespult habt oder ob ihr euch das noch angeguckt habt. Weiß ich ja nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, hier stehen auf jeden Fall die ganzen Flugzeuge und ihr könnt schon sehen, dass dieser Hangar einfach nur riesig ist. Er ist einfach nur gigantisch groß und hier haben wir auch schon das erste Flugzeug. Ist auf jeden Fall nur als ja, so kleine Spielerei gedacht. Und hier könnt ihr das andere sehen, was auf dem Trailer zu sehen war. Einige Flugzeuge, die im Trailer zu sehen waren, sind noch nicht freigeschaltet. Die werden nach und nach freigeschaltet. Aber ihr kennt mich ja, ich werde, sobald für den PC, für die ganzen Mods, ein neuer Scripthook 5 verfügbar ist, werde ich die ganzen anderen Flugzeuge spawnen lassen, die noch nicht freigeschaltet sind, sodass wir uns die vorher schon mal angucken können. Aber dazu muss ich leider erst warten, bis der Scripthook aktualisiert ist. So, und hier könnt ihr auf jeden Fall im Hintergrund auf jeden Fall schon mal die ganzen anderen Flugzeuge sehen. Aber ist es mir irgendwie aufgefallen, dass die Flugzeuge alle irgendwie ein bisschen klein geraten sind? Ich meine, es sieht cool aus, ne? Nicht alle sind so klein, aber da sind einige dabei, die wirklich klein sind. Sieht zwar cool aus, hat was Cooles und ist auf jeden Fall was Neues. Zum Beispiel hier auch das da. Das ist auch ziemlich klein. Und hier haben wir auch die ganzen Räume. Sowie Wohnbereich. Es gibt hier verschiedene Container. Diese schwarz-roten Container, die ihr überall seht. Auch oben drauf. In einem Container ist der Wohnbereich. Der Schlafbereich und so weiter und so fort. So, meine Freunde. Und jetzt zeige ich euch was richtig Cooles. Wenn wir da einsteigen. Und zwar drücke Steuerkreuz nach rechts, um dein Luftfahrzeug zu modifizieren. Und das finde ich einfach nur so mega geil, Leute. Es ist einfach nur geil. Das haben sich schon viele gewünscht, dass man Flugzeuge lackieren kann und so weiter. Und jetzt ist es endlich möglich, weil man kann auch andere Flugzeuge, zum Beispiel den Milejet oder auch andere Flugzeuge von Pegasus, hier einlagern und dort lackieren. Finde ich ziemlich geil. So, was haben wir denn hier alles? Gegenmaßnahmen, da können wir Rauch wählen oder Täuschkörper. Ich nehme jetzt einfach mal hier den blauen Rauch.
Dann haben wir hier noch was. Zusatztanks brauche ich jetzt an dem Flugzeug einfach mal nicht. Aber ihr könnt schon sehen, die Preise halten sich hier echt in Grenzen. Bei den Motor zum Beispiel. Aber bei den anderen Sachen wird es schon ziemlich teuer, muss ich sagen. Hier haben wir Steuerung. Dann kommen wir zu den Designs. Was haben wir denn hier so alles bei? Es ist so, ja, so Zweite Weltkrieg-Look auf jeden Fall. Das sticht auf jeden Fall raus. Allzu viel ist nicht dabei und ich finde auch, das ist ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Da hätten sie noch ein bisschen mehr machen können. Ich nehme jetzt einfach mal hier gar keine und gehe direkt rüber zu den Lackierungen und lackiere mein Flugzeug einfach mal. Ich nehme hier einfach mal, was so eins meiner Lieblingsfarben ist, so Weinrot. Passt zu dem Flugzeug hoffentlich. Nee, das ist Granatenrot, das ist Weinrot. Passt auf jeden Fall zum Flugzeug. Und jetzt noch Sekundärfarbe, haben wir mal Chrom drauf. Sieht auch auf jeden Fall richtig geil aus. So, Waffen, was haben wir denn hier? Da könnt ihr sehen, was die Preise schießen jetzt in die Höhe ziemlich. Lenkraketen 195.000. Jo, nehmen wir, verkaufen. Leute, 2,7 Millionen. Es wird nicht lange dauern, Leute. Ich sage es euch, es wird nicht lange dauern, bis ich euch für euch einen Money-Glitch habe, wie man diese Flugzeuge dupliziert und anschließend verkauft. Ich hoffe, ich erreiche da irgendwas oder finde da irgendwas für euch. Muss ich mich mal umgucken. Auf jeden Fall, wenn du mich noch nicht abonniert hast an der Stelle, mach das Ganze. Gut. Das hätten wir getuned, das Flugzeug, so gut wie. Und ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen kleinen Probeflug damit. Und dann wollen wir mal auch das Video so langsam beenden, aber erst nach dem Probeflug, weil um jetzt alle Flugzeuge zu tunen, dann wird das Video einfach zu lange gehen. Deswegen, ich werde mit den anderen Flugzeugen werde ich in anderen Videos eingehen, aber jetzt schauen wir uns mal an, was diese Kiste denn so in der Luft kann. Wir sind bereit für den Start und gehen wir mal raus aus dem Hangar. So, wir sind draußen und können eigentlich schon direkt starten. Ich spare mir jetzt mal einfach so den Weg zum Rollfeld und starte einfach hier mal durch. Und auch schon los geht's. Drücke Steuerkreuz nach rechts, um die Gegenmaßnahmen einzuleiten. Okay, das ist der blaue Rauch. Sieht auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen. Ziehen wir noch ein Looping hier. Sieht also ziemlich nett aus, aber ich glaube, im wirklichen Fall, wenn jemand hinter euch ist mit dem Kampfjet, bringt dieser Rauch nicht wirklich viel. Und auch andere Raketen wären davon jetzt nicht abgelenkt. Es sei denn, ihr hättet die andere Abwehrmaßnahme genommen, dann hättet ihr auch eine Chance gegen Raketen. Aber so mit dem Rauch finde ich jetzt eine geile Spielerei, sieht geil aus, aber helfen tut das jetzt eigentlich nicht wirklich viel. Gut, Waffenfrontgeschütze sind Standard, kennen wir alle und Raketen haben wir auch. Was ich hier geil finde, ist, wir können diese Raketen ununterbrochen abschießen. Das heißt, ohne Pause, weil beim Kampfjet ist es ja zum Beispiel so, dass wir zwei Raketen schnell hintereinander abfeuern können und dann ein paar Sekunden warten müssen, bis die nächsten abgefeuert werden können. Bei diesem Flugzeug ist das allerdings anders. Hier können wir ununterbrochen diese Raketen abfeuern, so wie wir das vom Savage aus kennen. Bei dem geht das ja auch. Und hier können wir das Ganze auch machen. Und ich spreng mich hier gleich selbst in die Luft, ey. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das ist auf jeden Fall eine ziemliche Konkurrenz den anderen Jets jetzt gegenüber. Ich glaube, dass diese Flugzeuge besser sind als die Laser oder die Hydra. Würde ich auf jeden Fall jetzt mal sagen. Und im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich einfach nur geil, was sie hier gemacht haben. Wie gesagt, ich werde mir die anderen Flugzeuge in einem späteren Zeitpunkt anschauen, werde die ganzen auch aufrüsten und werde dann eventuell zu den anderen Flugzeugen auch noch ein Video machen, wie man die modifiziert, wie das aussieht. Wenn ihr das Ganze wollt, dass ich dieses Video dazu mache, dann schreibt mir das Ganze nämlich unten in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid und dann weiß ich auch, dass ihr das Video jetzt bis zum Schluss geschaut habt, weil
Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr noch da seid, Freunde. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ihr könnt mir, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob ihr das andere Video auch noch sehen sollt, wie die anderen Flugzeuge modifiziert werden, was man da so alles machen kann. Schreibt mir das Ganze in die Kommentare, ob ihr das wollt. Ich bin erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das auch gerne tun. Und wenn du die Glocke noch nicht aktiviert hast, dann aktiviere auch die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Ich bin raus und sag noch, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao. My accountant, winners, we star players, we ball, but ain't ball players. Y'all sleeping while we stay up. So much love, I love hate. The only thing I hate's waiting. I keep it on ground mode. Yeah, I keep that cake baking.